Als Muslime in Deutschland begreifen wir uns als eine weltanschaulich religiöse Minderheit, die Rechte und Pflichten hat. Und an diese halten wir uns auch. Weder rufen wir zu Straftaten auf, noch zur Unterwanderung oder gar zu gewaltsamem Umsturz. Sind wir von der Richtigkeit der Idee des Nationalstaates überzeugt? Nein. Aber macht uns das zu gefährlichen Staatsfeinden? Nach dem deutschen Recht, nach dem Grundgesetz dieses Landes macht es das nicht. Denn gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes können wir sehr wohl eine Auffassung vertreten oder generell Auffassungen vertreten und auch äußern, die von den dominanten Vorstellungen abweichen. Das scheinen einige Medienschaffende und Politiker aktuell immer mehr zu vergessen. Ansonsten sind für uns die Hetze und Desinformation, mit der wir aktuell konfrontiert werden, nicht anders zu erklären. Also um es noch einmal ganz klar auszudrücken, als Muslime haben wir eine eigene Vorstellung über eine richtige Staatsform und das ganz unabhängig von der europäischen Ideen- und Kulturgeschichte. Und diese unsere Vorstellung halten wir in der islamischen Welt für die definitiv bessere Staatsform als die gegenwärtige koloniale Ordnung, die nichts als Kriege und Konflikte verursacht. Und in Deutschland? Hier leben wir in einer politischen Ordnung, die durch eine andere Ideengeschichte als die unsere geprägt wurde. Von daher stellt sich uns die Frage, in welchem System wir hier in Europa leben sollten, in diesem Sinne gar nicht. Denn wir begreifen die faktische Existenz des Staates und halten uns hier an Recht und Ordnung. Es gibt also, wenn man uns nicht die Worte im Mund verdreht und nicht gezielt unsere Mitbürger in Angst und Schrecken versetzt, eigentlich gar kein Problem. Wir sind Muslime mit unserer eigenen Überzeugung, mit unseren eigenen Werten, mit unserer eigenen Identität und Lebensweise und wir leben in der Bundesrepublik Deutschland.